Moin Moin, endlich mal wieder ein neues Video von mir. Ich wollte mich auch mal wieder melden bei euch. Der Grund, warum ich jetzt in letzter Zeit keine Videos hochladen konnte, ist der, dass ich mit meinem Studium noch viel zu tun hatte und wegen Corona ja noch einiges nachgeholt werden musste, weil das ja vorher nicht ging. Und deswegen haben wir jetzt in 2 Wochen den Kurs so in einem Stück durchgezogen, in komprimierter Weise. Und daher konnte ich bisher auch noch nicht meinen AMD Ryzen PC upgraden. In diesem Video möchte ich ganz gerne auch nochmal ausprobieren, ob das Mainboard auch mit Ryzen 1000 Prozessoren damit dem neuesten BIOS zurechtkommt und ob das soweit dann auch hinhaut. Ich habe jetzt hier den AMD Ryzen 7 3700X am Start mit dem beiliegenden Rev Prism Boxkühler und als Grafikkarte eine MSI GeForce GT 1030. Einfach nur für eine Bildausgabe. Und ich zeige euch das auch noch mal ganz kurz. Das Mainboard ist ja ein bisschen verbogen. Ja. Und da wollte ich mal gucken, ob die Sound Section einwandfrei noch funktioniert. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, das Mainboard erkennt in beiden M.2 Steckplätzen SSDs. Das geht also wunderbar schon mal. Genau. Und ich habe jetzt hier auch schon 2 G-Skill Flare X Module verbaut. Ne, die sind ja für AMD Ryzen Systeme extra konzipiert. Hier mit 3200 MHz, CL14 sogar und Samsung B-Dice plus integrierten Temperatursensor, der dann beiden stecken ja noch in meinem Primär-PC, weil ich den für das Projekt ja noch brauchte. Weil wir hatten da ja auch viele Besprechungen über das Internet gehabt. Wenn ich jetzt das Mainboard dann gegen dieses, ja, ich bin noch echt zufrieden hier mit dem ASRock X570 Steel Legend, so heißt das, jetzt wisst ihr auch den Namen. Ja, wenn ich das dann schon mal einbaue dann, also auf ein neues Mainboard umsteige, möchte ich auch ganz gerne das Betriebssystem neu installieren. Und weil das Mainboard ja die entsprechenden Slots bietet, inklusive, ja, hoffentlich potenter Kühlung, habe ich mir von Kingston, doch ich glaube Kingston war das, die A2000, ja, das ist Kingston Style, die so zu bezeichnen, eine A2000 PCI Express M.2 SSD bestellt mit um die 500 GB mit PCI Express 3.0x4. Ich hatte geschaut, was 4.0x4 SSDs so kosten würden. Wenn die das gleiche gekostet hätten, hätte ich mir vielleicht so eine geholt. Aber da musst du mindestens 100 Euro für bezahlen. Und die PCI Express 4.0 Controller sind auch noch nicht so ausgereift. Die schaffen dann maximal laut technischen Daten 5 GB pro Sekunde. PCI Express 4.0 kann ja mit 4 Lanes aber auch bis zu 8 GB pro Sekunde. Genau, weil wenn man das Mainboard austauscht gegen ein aktuelleres Modell, sollte man auch das Betriebssystem neu installieren, was ich dann auch vorhabe, damit die Altlasten nicht für Leistungseinbußen sorgen und man dann auch mit einem ganz frischen System neu durchstarten kann. So, ich habe noch echt viel geplant. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme, was ich so alles geplant habe. Ja, auf jeden Fall noch zu dem LG A2011er System. Das war das High-End-System aus dem Jahr 2012 gewesen mit X79 PCH. Soll noch was kommen, auch bezüglich Overclocking. Dann, was Kühlung angeht, da möchte ich auch noch gerne eine Zuschauerfrage klären, und zwar, man kann ja von Thermal Grizzly hier Wärmeleitpads kaufen, nennt sich Carbonaut,
Und da möchte ich mal schauen, wie gut so ein Wärmeleitpad von Thermagrizzly auf Carbonbasis in der Lage ist, für kühle CPU-Temperaturen zu sorgen. Und da habe ich mir auch noch mal ein weiteres Wärmeleitpad besorgt, und zwar auf Graphitbasis, ein Graphit-Wärmeleitpad, was ich mir dann in dem Video auch noch zusätzlich anschaue. Im Vergleich zu klassischer Wärmeleitpaste, da nehme ich ja ganz gerne hier die Arctic MX2. Ich habe hier so eine Vorratstube mal gekauft, weil die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bot. Dann geht es auch noch demnächst um das Köpfen von Prozessoren mit einem Tool vom Bauer. Ja, ich habe das Tool von Aqua Computer zurückgeschickt und mir dann den Dele Dimate vom Bauer von Roman Hartung oder Hartung, glaube ich, geholt. Und damit kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, kann man tatsächlich auch CPUs dann geköpft bekommen. Und ich habe das dann richtig mit Flüssigmetall und Silikon dann auch behandelt. Ja, ich habe noch so viel geplant. Ich muss euch ja auch noch den DualSockel 940 Server zeigen. Da habe ich ja ein spezielles Gehäuse für gekauft, wo auch Extended RTX Platinen hineinpassen. Da ist die Platine auch noch nicht eingebaut. Da wird es dann noch ein Video zu geben. Und wenn ich jetzt demnächst mit neuer PCI Express SSD meinen Rechner damit einem neuen Mainboard ausstatte, wird es dann auch wieder ein umfangreiches Tutorial zu geben, dass ihr da mal seht, wie man einen aktuellen Rechner zusammenbaut. Da hat sich im Grunde genommen nicht viel getan im Vergleich zu früher. Die Schnittstellen sind natürlich moderner geworden. Ihr habt vielleicht mehr Auswahl und man kann auch natürlich einiges falsch machen, konnte man aber früher ja auch schon. Da wird es eben noch eine umfangreiche Anleitung zu geben, so 6 Teile auf jeden Fall, so wie ich das früher auch schon gemacht hatte. Und ich habe vor, euch die einzelnen Komponenten nochmal zu erklären und vielleicht dann auch noch auf deren Entwicklung in den letzten 30 Jahren zu sprechen kommen. Also was jetzt Mainboard im Grunde genommen macht, eine Grafikkarte, was das überhaupt ist. Also ne, für Einsteiger, also für Unwissende quasi dann nochmal, ja, so gut es geht erklärt. Dass ein AMD Ryzen 7 3700X ein durchaus leistungsstarker Prozessor ist, brauche ich euch, denke ich mal, nicht zu erzählen. Dementsprechend gut fallen auch hier die Punktzahlen im Cinebench R15 aus. Nichtsdestotrotz zu Vergleichszwecken doch nochmal ermittelt. Das Spannende ist, wie verhält sich denn die Temperatur und vor allem auch die maximale Taktfrequenz, denn der Turbo auf wenigen Kernen ist ja angegeben mit bis zu 4,4 GHz. Werden die denn jetzt auch erreicht? Und dazu habe ich mal im Hintergrund hier HW Monitor laufen lassen. Wäre natürlich besser, wenn nichts im Hintergrund laufen würde, dass eben Cinebench R15 die gesamte Systemleistung für sich beanspruchen kann. Deswegen habe ich auch noch mal die Priorität auf das Level hochgestellt. Wenn ihr das in Echtzeit
auf Echtzeit gestellt hättet, hättet ihr dann nicht mehr das Bild während der Berechnung verfolgen können. So, die CPU wurde maximal 76 Grad heiß mit dem beiliegenden Ralph Prism Boxkühler gekühlt und der drehte mit maximal 2700 RPM. Ich glaube, das müsste die Low-Stellung sein. Der Lüfter hat ja einen Umschalter für Low und High. Und ich glaube, ich habe den auf Low gestellt. Genau. Dann haben wir hier auch noch den SB-Fan für den X570 IO-Hub mit etwa 2500 RPM. Wenn man sich dann mal hier die Temperatur anschaut, die Southbridge Temperatur beträgt so um die 55 Grad. Ja, ich hätte auch noch hier das 8-Unit Utility von SVOG im Hintergrund offen haben können. Naja, vielleicht zeigt das ja noch mehr an. Aber interessant ist, die Spannung hier für 12 Volt, 5 Volt und 3,3 Volt werden interessanterweise mal ausnahmsweise korrekt angezeigt. Was auch bemerkenswert ist, ist, dass die CPU eine ziemlich hohe Spannung für den Turbotakt benötigt von 1,472 Volt. Und dann zu den Taktfrequenzen gleich kommend. Auch hier Package war maximal 77 Grad heiß und na gut, 85,83 Watt für die Kerne als Leistungsaufnahme. Die CPU hat ja eine angegebene TDP von 65 Watt, kann also durchaus mehr Leistung tatsächlich aufnehmen als angegeben. Ne? Also, dass die CPUs innerhalb ihres TDP-Budgets bleiben, ist nicht mehr. Und das kann man natürlich auch mit entsprechenden BIOS-Optionen noch gegensteuern, bei Bedarf. Ja, maximal 100% Auslastung und hier, nice, 4393 MHz. Hatten manche Kerne tatsächlich auch erreicht. Also das ist ja schon nahe der 4,4 GHz. Ja, da kann man also auch nicht mehr drüber klagen. Dann nochmal zum Arbeitsspeicher. Der hat tatsächlich auch Temperaturfühler inbegriffen. Ja, 36 Grad maximal. Hier zur SSD-Temperatur auch beides maximal 45 Grad. Die sind ja über diesen U-förmigen M.2 Kühler gekoppelt. Wundert mich dann also nicht, dass die beide gleich warm wurden. Also überhitzen auf jeden Fall nicht. Das eine ist eine PCI Express SSD, die doch ziemlich warm werden kann von Transcan, die 110S. Und dann habe ich auch noch eine 64 GB Waseki SATA SSD verbaut. Ah ja. Okay, die GPU wurde maximal 64 Grad jetzt warm, hier in dem OpenGL-Test von Cinebench R15. Dann habe ich mich noch gefragt, wie gut ist denn die Spannungswandlung hier beim X570 Steel Legend Mainboard von SVOG dimensioniert und zugleich ein paar Temperaturfühler auf die Platinenunterseite geklebt. Ein Temperaturfühler von meiner Lüftersteuerung mit CPU deklariert, sitzt unter dem oberen Kühler mit nur zwei Phasen. Der dürfte wahrscheinlich dann für die SOC-Spannung zuständig sein. Und zwei weitere mit HDD und SIS gekennzeichnet sitzen dann unter dem linken Kühler mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phasen. Der AMD Ryzen 7 3700X wird mit einer aktuellen Prime 95 Version unter 8K In-Place-Einstellung ausgelastet. Gekühlt vom AMD Ryzen Prism Kühler mit Einstellung Low, also etwa 2700 RPM zurzeit. Und unter High-Einstellung mit 3600 RPM dann maximal. Und schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Wenn ich jetzt hier die Kühler so anfasse, man merkt natürlich schon, es wird wärmer. Aber ihr seht, ich kann
jetzt den ganzen Tag meine Hand hier am Kühler lassen. So heiß ist der nicht. Und der obere ist sogar noch kühler als der linke. Jetzt kann man natürlich sagen, so ein, wie heißt das denn nochmal? Ein Top-Down-Kühler oder was sagt man dazu, wenn der Luftstrom nach unten gerichtet ist? Naja, kann natürlich dann auch die Spannungswandler durch den Luftzug des Lüfters mitkühlen. Klar, wenn man hier seine Hand hinhält, da kommt ordentlich was raus aus dem Lüfter. Und selbst hier, wo eigentlich gar keine Öffnung ist, kommt trotzdem noch was an vom Luftstrom. Also ein blauer Kühler oder wie die auch immer heißen, ein Top-Down-Kühler, bringt natürlich auch Vorteile mit sich. Und jetzt schauen wir mal. So. CPU ist der obere Kühler mit 40 Grad auf der Unterseite, HDD 45 Grad und SYS 47 Grad. Der Haupt, die Hauptspannungswandler-Section auf der linken Seite. Ups, ihr seht ja gar nichts. Ne? Also hier. Und das merkt man auch. Hier links ist wärmer als hier. Und schauen wir uns das auch nochmal hier kurz hier auf dem Windows-Desktop an. Ich habe das A-Tuning Utility von ASRock geöffnet. Dort kann man sich dann auch neben den Temperaturen die Lüfterdrehzahlen und die Spannung anzeigen lassen. Man kann hier auch ein bisschen übertakten mit. Und zwar im Hintergrund läuft Prime 95 seit 16.14 Uhr. Unten rechts könnt ihr die aktuelle Uhrzeit zum Zeitpunkt der Aufnahme einsehen, 16.32 Uhr. Das läuft also schon etwa 18 Minuten lang jetzt hier. Und die CPU-Taktfrequenz beträgt etwa 3,9 GHz. Und ja, 84 Grad hat die CPU mittlerweile erreicht. Dazu muss man auch sagen, ein Boxkühler ist natürlich nicht dafür ausgelegt, um die CPU wirklich kühl zu halten. Aber ich habe bei AMD geschaut und über 90 Grad wären noch zulässig. 3600 MHz mit den von CPU-Z angezeigten Timings und den G-Skill Flair X-Modulen scheinen schon mal stabil zu laufen. Ja, hier mit dem MEME-Test 64 von TechPower abgetestet. Dazu muss ich sagen, das Programm, wie soll ich mich da ausdrücken, streikt manchmal. Dann muss man, ich kann da ja auch nochmal hier kurz den Test stoppen, dann muss man, na komm, also Fehler habe ich gerade nicht entdeckt. Hierbei testet, muss man dann eben eine geringere Arbeitsspeichermenge einstellen, die getestet werden soll. Und dann nochmal hier Beginn Test sagen. Und wenn das dann nicht funktionieren sollte, vielleicht dann nochmal den Test starten. Jetzt hat er nämlich hier wieder den, ja, bestes Beispiel, Memory Locking Failed Fehler. Wenn ich den jetzt nochmal starte, müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Ja, seht ihr, jetzt will er hier nicht mehr, warum auch immer. Vielleicht, weil der Arbeitsspeicher dann überfüllt ist. Wir können ja auch nochmal kurz hier gucken. Eigentlich dürfte das dann nicht der Fall sein. Wir können ja hier auch nochmal 12 GB testen. Das sieht, glaube ich, schon besser aus. Genau. Also, wenn das Programm, ja, jetzt hat das, wenn das Programm bei euch also nicht auf Anhieb funktionieren sollte, einfach mal hier unter testet, eine andere Größe einstellen und dann nochmal wieder hier auf den Start-Test-Button klicken. Ja, ich habe gehört von manchen, beziehungsweise einfach Yannick hatte mir erzählt, dass es da immer noch Probleme geben kann. Oder nee, ich glaube, Leon war das auch. Und zwar im Hinblick auf den Arbeitsspeicher. Ja, das kann ich auch bestätigen. Allerdings liegt das an den RAM-Modulen, die man dort ja verwendet. Wenn man dann andere Arbeitsspeichermodule einbaut, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ich hatte beispielsweise
Auch von G-Skill die Raptors 5 gehabt mit 3200 MHz, 14. Auch Samsung B-Dice unter den Headspurdern. Aber die wollten dann zum Beispiel nur mit 2400 MHz laufen. Und mit dem ASRock AB350 M4 erst gar nicht. Da damit startete das System dann überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir dann die G-Skill Flare X gekauft, die für AMD Ryzen auch speziell konzipiert sind. Und siehe da, die laufen erst rein. Also meiner Meinung nach braucht man dann nur den richtigen Arbeitsspeicher kaufen für AMD Ryzen und dann läuft das auch. Hält es sich denn mit der CPU-Temperatur, vielleicht auch mit der CPU-Leistung und vor allem mit der Temperatur der Spannungsregler, wenn man statt des Boxkühlers auf eine Wasserkühlung setzt, die dann überhaupt keinen Luftzug über die Mainboard-Komponenten zulässt? Die CPU wird wieder einmal mit Prime 95 belastet. Selbige Einstellung wie auch vorhin gehabt mit dem Boxkühler, nur diesmal gekühlt von einer Wasserkühlung. Somit das Schlimmste, was man den Spannungswandlern des Mainboards antun kann, weil so fehlt ja der Luftstrom, der normalerweise durch den Lüfter des CPU-Kühlers verursacht wird. Und schauen wir uns das doch jetzt mal an. Wie heiß das Ganze denn jetzt wird. Ja, der wird auch wärmer, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und wenn ich den hier anfasse, da kann ich definitiv dann nicht mehr die Hand den ganzen Tag dran halten, weil der Kühler, ja, oh, das tut schon weh, ist jetzt deutlich heißer. Also in der Tat fehlt jetzt tatsächlich dann der kühlende Luftstrom, welcher ja vorher durch diesen Kühler hier verursacht wurde. Oh. Und da meckert dann auch schon die Lüftersteuerung, weil die Lüftersteuerung weiß nicht, dass ich hier keine Festplatte angeschlossen habe, sondern die Spannungswandler-Temperatur mir anschaue, von der Rückseite gemessen. Das ist der obere Kühler, 44 Grad. Dann haben wir die HDD mit 56 Grad und SYS 60 Grad sogar. Das ist also dann der linke Kühler jeweils. Also nochmal zur Erinnerung. SYS und HDD hier am linken Kühler gemessen und die CPU, was hier als CPU angezeigt wird, der obere Kühler, wobei die CPU, der Prozessor, wird über den linken Kühler ja versorgt, über die linke Spannungswandler-Sektion. Und der obere versorgt, glaube ich, den SoC-Bereich. Ich habe mir mal die Frage gestellt, ob mein neues ASRock X570 Steel Legend Mainboard alle SATA-Laufwerke gleichzeitig erkennen kann, weil ich anfangs von maximal 8 SATA 6 Gigabit Ressourcen bezüglich des X570 Chipsatzes ausgegangen bin. Doch tatsächlich,
unterstützt der X570 bis zu 12 SATA 6 Gigabit Laufwerke. Das ist schon echt heftig, wenn man mal überlegt, dass damalige Mainstream-PCs, also die Desktop-Rechner von damals, von vor 10 Jahren, maximal nur 6 SATA Laufwerke unterstützt hatten. Ja, die High-End-Plattform dann ein paar mehr SATA-Anschlüsse boten. Doch jetzt mit NVMe Express SSDs mit dem M.2-Anschluss sind SATA-Laufwerke eher Nebensache geworden. Da ist es umso beeindruckender, dass dennoch Mainboards mit mehr als 6 SATA-Anschlüssen aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Wie beispielsweise dieses Mainboard mit 8 SATA 6 Gigabit Anschlüssen in L-Form und einen SATA 6 Gigabit kompatiblen M.2 Steckplatz. Ich habe jetzt hier auch insgesamt unterschiedliche SATA 6 Gigabit kompatible SSDs angeschlossen und im zweiten M.2 Steckplatz sitzt noch eine Waseki 60 GB SSD. Das ist ein chinesischer Hersteller. Alles wird simultan angebunden. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt alle SATA-Modelle zu einem ganz großen RAID 0 konfiguriere, mittels Windows 10 Pro in der aktuellsten Version 2004, also ein Software-RAID, wie schnell können dann Daten hin und her kopiert werden. Ich habe auch schon mit 4 GB gerechnet und tatsächlich attestiert der Atto Disk Benchmark eine Leserate von bis zu 4,4 GB per Second mit allen neuen SATA SSDs im RAID 0. Ja, und so viel zum Thema USB 3.1 Performance. Ja, 1 GB die Sekunde. Auf jeden Fall machbar mit dem X570 Steel Legend in Kombination mit einer M.2 PCI Express SSD in einem passenden USB 3.1 M.2 SSD Gehäuse. Und können wir auch nochmal gucken, ob Horizon First Gen mit dem Mainboard dann mit dem neuesten BIOS funktioniert. Weil ein Zuschauer hatte mir geschrieben, dass mit seinem Mainboard, mit dem neuesten B550 I.O. Hub, Ryzen 1000 Prozessoren tatsächlich noch laufen, damit kompatibel sind. Was sehr spannend ist, was AMD offiziell nicht freigibt quasi für den B550, Ryzen 1000 CPUs damit zu verwenden, was aber inoffiziell irgendwie doch funktioniert. Ja, das ist jetzt interessant hier mit dieser Warnung, dass es ein USB-Gerät angeblich geben soll, was mehr Strom benötigt. Der Rechner ist auf jeden Fall interessanterweise hochgefahren mit Ryzen 1000. Und das kann ja eigentlich nur noch dann der Empfänger von meiner Funktastatur sein hier. Vielleicht, wenn ich den an einem anderen USB-Port anschließe, dass er dann erkannt wird oder auch nicht. Ihr seht, ein Bild ist da, aber jetzt habe ich hier immer diese Meldung, dass ein USB-Gerät angeblich zu viel Strom aufnehmen würde. Ah, ich könnte vielleicht hier die USB 3.2 Ressource nehmen, die kommt vom X570 I.O. Hub. Vielleicht geht's damit, ja. Tada, hiermit geht's. Okay, mit manchen USB-Anschlüssen gibt es offenbar Probleme. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ja, die Meldung ist ein bisschen
bedauernswert. Aber ihr seht AMD Ryzen 5 1400 und ASRock X570 Steel Legend Mainboard mit der aktuellsten BIOS-Version. Und diese komische Meldung kommt immer noch. Abschließend lässt sich zum ASRock X570 Steel Legend sagen, dass es ein durchaus hochwertiges Mainboard ist. Das Interessante und Geniale an der Platine ist, dass wirklich alle Ressourcen hier von CPU und in Anführungsstrichen Chipsatz, also vom X570 I.O. Hub, auch komplett herausgeführt werden. Und das Mainboard durch die Bank weg PCI Express 4.0 Kompatibilität bietet. Das bieten selbst einige günstigere Mainboards mit X570 I.O. Hub nicht. Aber es fehlt so ein bisschen, wie soll ich mich da ausdrücken? Also das i-Tüpfelchen sehe ich hier bei der Platine nicht. Manche Platinen bieten dann noch so nette Dreingaben wie beispielsweise Onboard, Power, Reset oder sogar auch ein Clear-CMOS-Taster. Das bietet die Platine ja nicht. Auch Spannungsmesspunkte fehlen. Und manche Mainboards bieten ja auch die Funktion, das BIOS ohne CPU zu flashen, fehlt hier ebenfalls. Es werden alle Ressourcen von CPU und Chipsatz auch zu 100% rausgeführt, aber mehr auch nicht. Und sonst macht das Mainboard eigentlich keinen schlechten Eindruck mit dem, was es denn bietet. Die Spannungswandler bleiben relativ kühl. Allerdings habe ich ja auch nur den Ryzen 7 3700X getestet. Da bleibt aber selbst bei einer Wasserkühlung noch Reserven übrig für Overclocking. Dann werden die Hauptspannungswandler so maximal 65 Grad warm. Die können ja auch bei 100 Grad noch durchaus gut arbeiten. Auch die RAM-Kompatibilität mit entsprechend für Ryzen ausgelegten RAM ist schon ganz gut. Allerdings startete das Mainboard in meinem Falle noch nicht mit 1900 MHz EMF und 3800 MHz Arbeitsspeichertakt. Das ist dann wirklich schon fast die Königsdisziplin. Das kann aber mehrere Gründe haben. Dort kann ja auch dann die Prozessorqualität mit hineinspielen. Onboard-Sound habe ich auch getestet hinter den Kulissen. Ich muss allerdings sagen, an eine gute Soundkarte kommt die Soundlösung hier, bestehend aus Realtek 1220 und NE irgendwas Kopfhörerverstärker, ich glaube 5532, nicht heran. Also da fehlt mir persönlich mit meinem Biodynamic DT240 Pro Kopfhörer die Brillanz. Ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwie fehlt mir da so ein Fünkchen Brillanz. Mit meiner Creative Sound Blaster Z klingt es doch eben deutlich besser. USB 3.1 Performance ist genauso, wie sie sein soll, 1 GB die Sekunde, also auch voll angebunden. Was hatte ich noch getestet? Genau, mit Ryzen 1000. Das ist natürlich immer so eine Sache, auf den neuesten Mainboards AMD sagt, dass Ryzen 1000 Prozessoren nicht mehr auf den neuesten Platinen laufen. Ich habe euch das Gegenteil bewiesen. Allerdings gibt es durchaus noch einige Probleme. Das System fuhr zwar hoch mit Ryzen 5 1400, aber ihr habt ja gesehen, dass es USB-Probleme durchaus gab. Umgekehrt gab es sie auch mit Ryzen 7 3000 CPU auf X370 Mainboards. Ja, ansonsten bin ich durchaus hier angetan von dem Mainboard. Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen, aber wie gesagt, so das wirkliche High-End
sehe ich hier jetzt noch nicht. Aber trotzdem eine sehr solide Platine. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, also sehr gut gelungen, dass auch wirklich alle Ressourcen hier von CPU und Chipsatz rausgeführt werden. Mal abgesehen davon, dass wir nur maximal zwei USB 3.1 Anschlüsse hier am Backpanel der Platine haben. Aber ansonsten 6 weitere USB 3.0 Anschlüsse. Okay, das andere ist der LAN-Anschluss. Der spricht tatsächlich nur 1 Gigabit. Ja, aber mal ehrlich, Router oder Switche, die mehr Bandbreite schaffen, sind auch eben deutlich teurer. Ne? Und das Mainboard bietet ja auch noch einen PCI Express 4.0 X4 Steckplatz, um darüber zum Beispiel Thunderbolt oder eben auch 10 Gigabit Ethernet Controller bei Bedarf nachrüsten zu können. Die anderen drei X1 Steckplätze sprechen ebenfalls 4.0, können also dann auch mit bis zu 2 Gigabyte Erweiterungskarten umgehen. Ich denke mal, viel mehr gibt es soweit eigentlich hier nichts zur Platine zu sagen. Die Chipsatzbelüftung ist ein bisschen aufdringlich, finde ich, aber die kann man im BIOS bzw. im UEFI ja auch noch mit vorgefertigtem BIOS-Profil oder manuell herunterregeln. Dann ne, ist die Geschichte auch gegessen. Und was die RGB-Beleuchtung betrifft, ich finde sie einfach großartig. Ja, sind ja überall adressierbare LEDs inbegriffen. Kann man wirklich nicht klagen. Ach ja, ich muss euch auch noch mal meinen neuen Stuhl vorstellen, den ich jetzt letztens bekommen habe. Das ist allerdings kein klassischer Gaming-Chair. Warum ich eben so einen Stuhl nicht genommen habe, das erfahrt ihr dann in dem entsprechenden Video. Ja, bis zum nächsten Mal dann.